Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore. Wir sind immer noch unterwegs in der Hölle. Und für uns geht es jetzt Richtung Netherportal wieder. Wie ihr seht, ich habe oben links eine ganz, ganz kleine Karte. Man kann auf dieser Karte nichts erkennen, außer noch Monster, die gerade noch angezeigt werden. Das kann ich mal kurz auch nochmal beheben. So, jetzt sind die auch ausgeschaltet. Ich möchte, dass diese Karte an sich mir keinen Vorteil gibt. Außer, dass mir halt die Koordinaten die ganze Zeit angezeigt werden. Das war halt mein Sinn dahinter. Ich wollte nicht die ganze Zeit mit der F3-Ansicht hier rumlaufen. Und das muss dann auch nicht sein. Zumal der Nether schon schwer genug ist. Und ich habe die richtigen Koordinaten, habe ich da von unserem Nether-Portal. Die sind bei minus 24, 59... und 58. Also die Höhe, so gesehen, sind wir schon mal richtig, aber der Rest, der passt noch nicht. Und wir müssen in diese Richtung. Wir müssen in diese Richtung. Oh, Enderman, Vorsicht. Und wir müssen mehr in die... Hier ist noch Nether Quarz. Das habe ich im Schnitt gesehen, dass da noch Nether Quarz ist. Und ich sehe gerade, es gibt jetzt hier ein paar kleine Lags. Oder ein paar größere Lags sogar. Warum jetzt? Liegt das daran, dass ich die Map installiert habe? Weil dadurch musste ich jetzt auch Forge installieren. Weil die so, ja, weil es so dann nicht funktioniert. Und ich habe schon ewig kein Forge mehr installiert gehabt, mal wieder schön mit Forge zu spielen. Ja, wie gesagt, die Minimap soll sonst keinen Vorteil erbringen. Auf der normalen Overworld werde ich diese Mod auch wieder deinstallieren, beziehungsweise zumindest erstmal ausmachen. Weil soll, wie gesagt, keinen Vorteil erbringen. So, wir haben die 33 Level erreicht. Das finde ich doch mal mega gut. Und meine eine Spitzhacke ist gleich kaputt, aber ich habe noch eine andere. So, ich schau die ganze Zeit so auf den Boden, weil ich habe Angst wegen dem Enderman. Wir müssen halt in diese Richtung. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier mal kurz wieder den Weg zurück an diesem Wald entlang. Aber nicht durch den Wald. Vielleicht gehen wir auch den normalen, also den Weg, den wir gekommen sind, zurück. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Ziel ist halt, dass wir uns vom Netherportal aus woanders hinbauen. Und woanders dann nach einer Netherfestung suchen werden. Das wäre schon ganz gut. So, da haben wir uns lang gebaut. Dann hier. Was habe ich denn da gerade weggenommen? Keine Ahnung. Da ist nochmal Netherquarz. Nehmen wir mit. Immer alles mitnehmen. Wir können zweimal auf Level 30 so wie sie ihn verzaubern, falls wir zu Hause ankommen. Hallo du? So, bauen wir uns hier hoch. Ich höre ein Glück. Bisher noch keinen Gast. Wir haben mal einen gehört im letzten Part, aber nur kurz. Nur sehr, sehr kurz. So, fast oben angekommen. Ich möchte jetzt hier nicht so lange bleiben. Daher gehen wir direkt hier diesen Weg zurück. Ins normale, ja, Wirrwald-Biom. War schön, dass wir auf einer normalen Ebene waren. Ohne Wald, aber das hat uns leider auch nichts gebracht. So, die X-Koordinate sieht doch schon mal deutlich besser aus. Lieber mal das Schwert in die Hand nehmen. Und gehen wir mal weiter. Oh, hier ist Lava. Jetzt habe ich... Ich darf nicht den Fehler machen, zu sehr auf die Koordinaten zu gucken. Das wäre mir beinahe zum Verhängnis geworden. Ich gehe hier einfach mal so durch. Ich packe auch hier meine Fackel hin. So. Ich muss hier lang. Das ist der richtige Weg. Obwohl, nee, warte, warte. Von den X-Koordinaten sind wir ja schon so weit richtig. Bei minus 24 müssen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung. Die Musik wird gerade extrem laut. Aber gut, das werde ich im Schnitt dann im Nachhinein dann umändern. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr nah sind. Wir sind überraschend nah am Netherportal. Damit hätte ich nicht gerechnet. Weil das Netherportal müsste da hinten schon irgendwo sein. Hier waren wir ja auch schon, man sieht ja hier und da ein paar Blöcke. Also, wow. Da ist Netherquarz. Ich habe auch in den letzten zwei Parts an so vielen Stellen Netherquarz übersehen. Im Schnitt habe ich dann dazu gesehen, ey, da ist Netherquarz, warum holst du das nicht? Aber gut, wenn man hier so lang läuft, man muss ja auf so viele Dinge achten. Als Zuschauer sieht man so oder so immer mehr, als wenn man das selber zockt. Und dadurch, dass man halt auf so viele Dinge achten muss,
dass kein Loch im Boden ist, dass keine Lava irgendwo runterkommt, dass keine bösen Monster da sind, dass keine Enderman einen anguckt. Halt, das sind Dinge, auf die man hier achten muss. Das ist nicht gerade einfach. War da oben ein normales Schwein? Ein normales Schwein. Das heißt, das Netherportal könnte hier wirklich direkt um die Ecke sein. Laut Koordinaten müsste das auch wirklich so sein. Ja, da hinten ist das Netherportal. Ja, hier ist das. Wie nah war ich, bitteschön? Wir sind innerhalb von 5 Minuten jetzt zurückgelaufen. Und wir waren die letzten zwei Parts unterwegs. What? Das überrascht mich. Das überrascht mich sehr. Wir gehen jetzt mal schnurstracks in diese Richtung. Und hoffen mal, dass wir da was finden. Ja, da baue ich mich rüber. Da baue ich mich rüber. Da, sofern das nötig ist. Ist sogar nicht nötig. Umso schöner, umso schöner. Weil hier hinten war ich auch noch gar nicht. Glaube ich. Ne, hier war ich noch nicht. Ich würde mal hier einfach mal mich nochmal schnurstracks durchbauen. Weil dann weiß ich, schnurstracks in diese Richtung ist das Netherportal. Weil, wenn ich eine Netherfestung finden werde, dann muss ich ja auch irgendwie einen leichten Weg dorthin haben. Ich denke mal, diese Höhle, die ich hier gerade grabe, die kann man leicht finden. So, zack. Weiteres Waldbiom. Aha. Auch mal schön umgucken, ob ich hier irgendwie was Wichtiges sehe. Oh, guck mal, da, Netherquarz. Vielleicht erreichen wir noch so Level 34, 35 hier. Das wäre schon ganz nice. Ich könnte natürlich jetzt auch ins Netherportal zurückgehen und erstmal verzaubern. Und wisst ihr was? Das mache ich sogar auch. Das ist klüger. Ups. Das ist klüger. Wisst ihr warum? Ganz einfach, weil dadurch habe ich dann Level aufgebraucht. Und von 33 auf 34 zum Beispiel zu kommen, dauert länger als von 29 auf 30 zu kommen. Vom Level her. So, jetzt ist die Frage, wo habe ich mich durchgebaut? Wo war denn das? War das hier? Das war hier. Ja, okay. Und wenn wir sowieso jetzt hier sind, dann machen wir einen kleinen Abstecher nach Hause. Laufen wir mal kurz den Weg zurück. Andy, ich lasse dich mal in Ruhe. Und du lässt mich in Ruhe, bitte. So. Genau. Und der liebe Böni, der hat noch weitere Tipps gegeben. Glaube ich. Doch, da war noch irgendwas. Nur ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf. Was war denn das? Handy. Kommentare mal kurz aufrufen. Oh, es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht. Wo packe ich mein Handy hin? Da. So. Mal kurz schlafen gehen. So, zack, zack. YouTube-Studio. Ach ja, genau. Bezüglich den Picklins. Die haben ja beim Ledersammeln sehr gut geholfen. Und da meinte er, die können auch mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit Enderperlen droppen. Da brauche ich nicht gegen Enderman kämpfen. Aber ja, wir haben ja gesehen bei unseren bei unserer Lederjagd, wir haben da keine Enderperlen bekommen und so viel Leder. Also die Wahrscheinlichkeit für Enderperlen ist da wahrscheinlich sowas von gering. Daher ist das für mich wahrscheinlich keine Option. Und dann meinte noch Böni, wenn ich wieder eine Höhentour mache, ich könnte mich ja einfach hier irgendwie runterbauen und da ein bisschen Strip mine, aber ich habe dann wenigstens eine Höhle hier direkt am Anfang. Da hat er komplett recht. Da habe ich nicht nachgedacht. So. Mein Ziel war jetzt zu verzaubern. Ich habe mein Schwert. Ich brauche Lapis. Was kriege ich auf mein Schwert drauf? Schärfe 4? Nehme ich. Schärfe 4 nehme ich sofort. Zack. Mit Haltbarkeit 3. Sehr, sehr nice. Leider keine Verbrennung, aber das muss jetzt auch nicht sein. Plünderung haben wir jetzt auch nicht drauf. Plünderung wäre noch gut für Endermänner dann später, dass die direkt mehr Enderperlen droppen. Dann brauche ich nicht so viel jagen und nicht so viel Risiko eingehen. So, wir können noch einmal verzaubern. Wir haben Diamanten. Daraus mache ich mir jetzt schon mal Diamantteile. Lieber so. Eine Brustplatte. Yep. Und eine Hose. Das die beiden wertvollsten Dinger, so gesehen. Gut. Und vielleicht kriege ich Schutz 4 auf eins der Be beiden drauf. Nee, Feuerschutz 3 nicht. Schutz 3. Schutz ist Schmutz.
Also nicht Schmutz, aber diese Art von Schutz. Schutz 3 nur würde ich nicht. Machen wir. Die haben hier neue Icons bekommen. Machen wir noch den Diamanthelm. Den brauchen wir ja früher später sowieso auch. Atmung 2. Ja, ich weiß, mit Büchern können wir hier viel, viel mehr machen. Problem an der Sache ist, ich habe aktuell kein Zuckerrohr. Ich müsste nochmal Zuckerrohr sammeln. Weil das habe ich ja alles für Bücher jetzt aufgegeben. Das ganze Zuckerrohr. Sonst würde ich jetzt gerne ein Buch nehmen. Oder habe ich hier irgendwo noch ein Buch liegen? Vielleicht ein einzelnes Buch, was ich übrig hatte, so gesehen. Aber ich glaube nein. Entweder ich sehe es nicht oder es ist da nichts. Ich mache mir mal kurz eine Extra-Truhe für alles, für ein Endstuff, sag ich mal. So, zack, hier rein. Da, auch hier rein. Weißt, wisst ihr was? Das beides hier auch mit rein. Nein, nicht die Fackeln, nicht die Fackeln. Wie sieht meine Rüstung aus? Eigentlich noch ganz gut. Aber ich habe kein Buch übrig, das ist schlecht. Ich würde gerne jetzt wirklich noch die paar Level hier aufbrauchen. Nur für Schutz 3 mache ich das nicht. Für Schutz 3 mache ich das nicht. Einen Bogen könnte ich doch craften. Ja, ich habe so einen Bogen. Dann gucke ich mal, ob ich den Bogen verzaubern kann. Mit Stärke 3? Ich glaube, Stärke 3 kann. Wie weit geht Stärke? Stärke geht da auch mit 4 oder so. Aber gut, Bogen kann ich mir ruhig häufiger mal machen. Das ist kein Problem. Machen wir auch Stärke 3. Wir machen Stärke 3. Vielleicht kriegen wir Unendlichkeit noch drauf. Nein, keine Unendlichkeit. Auch kein Feuer. Ich nehme den Bogen mal mit. Weil mein Ziel ist für ein End, dass ich da später dann mit Unendlichkeit arbeite. Das heißt, ich habe nur 8 Fackeln hier. Pfeiler. Ich hatte doch mal mehr Pfeiler. Ah, hier. Nehme ich mal die Hälfte der Pfeile mit. So. Dann Lapis packe ich hier mal mit rein. Und dann hier mal ein bisschen Zeug ablegen. Dann können wir nämlich wieder in den Nether rein. So, gut. Hammer, Hammer. Ja, hat sich jetzt gelohnt, nochmal nach Hause zu gehen. Wisst ihr was? Ich mache mir auch nochmal ein bisschen was zu essen. Stimmt, apropos Essen. Eben war ich ja am Feld. Und ich wollte mir eigentlich eine Feldhacke kurz mal holen. Feldhacke haben wir hier. Weil es sind ein paar Ta Kartoffeln gewachsen. Ich mache hier generell gleich mal ein bisschen mehr. Ist ja interessant. Hier sieht man gar nicht mehr, dass jetzt das hier ein bisschen höher ist. Also da ist keine Kante mehr wie früher. Das ist natürlich auch mal cool zu wissen. Ja, den Weizenkorn hier. Zack, zack. So. Weil Kartoffeln sollen ja später meine neue Nahrung hier werden. Acker machen wir hier auch mal. Nein, nicht den Stock hier. So, hier kann ich das noch ein bisschen. Ja, haben wir das auch. Wunderbar, haben wir das erledigt. Wir haben Level ausgegeben. Wozu habe ich. Woher habe ich das. Achso, weil ich Weizen gerade abgebaut habe. Daher habe ich das. Gut. Und jetzt können wir wieder zurück in den Nether. Und die Richtung weiter anschlagen, die ich eigentlich schon anfangs gehen wollte. Wo ist der Händler hin? Wo ist der Händler? Ach, dahinter. Wollte gerade sagen. Warte, was ist das da? Oh, nicht die Viecher. Nicht die Viecher. Ich bin weg. Ich bin weg. Lassen wir mal. Lassen wir mal. So, gut. Ich wollte in diese Richtung hier gehen. Glaube ich. Nein. Nicht in die Richtung. Dann in diese Richtung. Ich musste mich erstmal orientieren. Mach mal hier eine Fackel hin. So. Den Fall habe ich. Welche Richtung wollte ich denn gehen? Wollte ich in die Richtung gehen? In die Richtung wollte ich gehen. Okay. Und dann da hinten rüber, richtig? Richtig, okay. Mensch, Mensch. Schön mal auf den Boden gucken. Was bist denn du da unten? Bist du ein Ghast? Nee, du bist kein Ghast. Keine Ahnung, was das ist. Kenn ich nicht. So, wo habe ich mich durchgebaut? Hier. Sehr schön. War ja kein langes Durchbauen.
Ah, ich gehe weiter in die Richtung. Da hatte ich mich runter hochgebaut, weil ich runtergefallen bin. Ich baue mich mal hier entlang. Ja, was passiert überhaupt, wenn ich hier keine Netherfestung finde? Ich weiß es nicht, was ich dann mache. Ob ich dann erstmal mal wieder was anderes mache und dann später nochmal versuche. Weil ich muss ja irgendwann mal eine Netherfestung finden, weil ich ja eine brauche. Ohne Netherfestung kommen wir nicht in den End. Das ist das Problem an der Sache. Dadurch, ja, ich muss eine Netherfestung finden. Schon wieder diese Viecher. Solange die mich nicht irgendwie abschießen, geht das ja. Warte, da kann ich mal Folgendes machen. So, von der Seite kann ich nicht abgeschossen werden. Also kann ich hier jetzt auch nichts runterfliegen. So. Hier baue ich mich einfach nur mal durch. Weil durch das Durchbauen habe ich halt die Hoffnung, dass ich dann dahinter auf irgendwas Cooles finde. Oder treffe. Okay, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Nur ein kleiner Raum. Alles klar. Nichts Besonderes. Und außerdem kriege ich hier Netherstein. Schwarzstein, okay. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ach, das ist nicht, auch nicht dieses Biom. Nee. Ich baue mich mal hier mal weiter durch. Vielleicht treffe ich auf irgendwas dann noch. Aber ich kriege hier wenigstens Blöcke, die ich dann später hier brauchen kann. Zum Hochbauen oder sowas. Oder zum Rüberbauen. Was ich hier jetzt gar nichts finde. Außer Schwarzstein. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Okay, das ist jetzt nochmal ein anderer Stein. Hä? Schwarzstein. Ah, ja, es ist Basalt. Basalt ist das. Okay. Aber gut. Ich baue mich einfach weiter durch. Netherrack wäre mir jetzt ein bisschen lieber, weil dann würde das Durchbauen ein bisschen schneller gehen. Aber solange ich einen nachvollziehbaren Weg nach Hause habe, ist das für mich in Ordnung. Und auf Koordinaten gucke ich gerade auch nicht mehr. Aber gut, wir waren ja eh zu Hause. Jetzt kenne ich den Weg. Auch immer aufpassen. Es kann natürlich auch jederzeit irgendwie Lava runterkommen. Dadurch bin ich auch die ganze Zeit gesneakt, unter anderem halt auch. Und halt auch wegen einem Abgrund hier. Falls da mal ein Abgrund sein sollte. So, Netherquarz finde ich gut. Und jetzt geht's hier. Bin schneller durch. Ja, gut. Nur kurz. Das ist so dunkel hier. Okay. Nochmal ein Netherquartz. Nehmen wir. Zumindest die Level. So. Wir haben bald wieder ein Level voll. Dadurch, dass wir jetzt wieder Level 27 sind. Ich bin zwar nicht ganz so hundertprozentig zufrieden mit meinen Leveln, die ich eingesetzt habe. Gut, das Schwert auf jeden Fall. Das Schwert, das ist gut mit Schärfe 3, Haltbarkeit, Schärfe 5, nee, Schärfe 4, Haltbarkeit 3, so rum. Aber ich muss ehrlich sagen, der Bogen, der hat mir nicht gefallen. Darum nehme ich den Bogen jetzt hier auch einfach. So, da komm, mache ich mir gleich noch eine weitere Spitzhacke. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Irgendwann werden wir hier schon irgendwie durchkommen. Ich weiß, heute war mal der Part nicht ganz so spannend. Wenn das hier jetzt noch, also der Part ist eh jetzt nicht mehr lange. Wenn es im nächsten Part mit Strip Mining so. Okay. Ich habe nichts gesagt. Weil sonst hätte ich Zeitraffer gemacht. Tatsächlich. Oder gecuttet oder so. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich dann mal. Also, wenn mal wieder eine Situation sein sollte, wo ich wirklich länger Stub meine, wie hier jetzt, dann werde ich das einfach cutten. Weil, was passiert da schon? Irgendwas spannend. Und alles Spannende kann ich ja drinnen lassen. So, was mache ich denn jetzt hier? Mir fällt das nicht. Mir fällt das so gar nicht. Ich will mich hier nicht rüberbauen. Das ist mir zu heikel. Hier ist ja nicht mal eine Netherfestung oder so. Hier hochbauen? Vielleicht baue ich mich dahin. Ach du Heidi. So. Ganz vorsichtig Treppe bauen. Ich könnte mich auch hier so einen Turm hochbauen. Aber es geht mir auch darum, dass ich irgendwann wieder zurückgehen möchte.
Daher mache ich das ganz langsam. Ich könnte das auch deutlich schneller, aber dann ist das Risiko da, dass ich runterfalle. Und solange ich keinen Garst höre, bin ich eigentlich relativ safe. Nur die Geräusche machen mich wirr von dem Magmaschleim. Und ich habe da auch hier immer die Panik, dass das Spiel Shift loslässt. Also dass ich Shift gedrückt halte und trotzdem runterfalle. Das ist auch immer so eine große Panik von mir. Eieieiei. Nur wenn ich da dann schon mal bin, kann ich mich da dann weiterarbeiten. Dass wir dieses Gebiet hinter uns lassen. Mein Gott, zum Zurückgehen brauche ich hier einfach dann nur meinen Weg lang laufen, den ich mache. Genau. War ja klar, dass ich irgendwo hier rauskommen muss, weil wir sind ja schon die ganze Zeit durch Basalt und Schwarzstein lang gegraben, lang gelaufen, wie auch immer. So, ich habe wenigstens genug Blöcke, um mich irgendwo hinzubauen. So, ich gehe mal hier mit hoch. Ich mache mal hier eine Fackel hin. Als Zeichen, okay, hier geht's lang. Versuche diesen Weg auch ein bisschen sicherer zu gestalten für den Rückweg später. So, es ist auch relativ dunkel tatsächlich hier mal. Problem ist halt, wenn ein Gas das hier treffen sollte, dann ist das eh kaputt. Okay, da hinten ist ein normales Biom. Das finde ich gut. Wenn ich. Man muss halt einfach mal so bedenken. Ich hatte in dieser Staffel Pech mit Dörfern. Also habe ich bestimmt auch wirklich richtig Pech mit Netherfestungen. Ja, bisher ja, eigentlich ja. Und auch bestimmt noch weiterhin, meine ich damit. Okay, da unten sind Magma-Blöcke. Ich mache mal hier wieder eine Fackel hin. Und als nächstes muss ich mit Basalt bauen. Ja, gut, dann baue ich erstmal mit Basalt. Ist auch nicht so schlimm. Darüber möchte ich. So, die Lava mache ich auf jeden Fall dazu, dass das klar ist. Oh, die Musik, die finde ich aber sehr gut hier. So, und ich würde sagen, das Gebiet ist dann für den nächsten Part da. Ich gehe mal hier rauf, dann haben wir hier eine bessere Übersicht fürs Ende, für den Abspann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, was da noch alles uns erwartet. Und bleibt dran. Vielen Dank fürs Einschalten. Und tschüss.